Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch recht herzlich bei The Witcher 3 The Wild Hunt und wir sind immer noch bei der Wanderung im Dunkeln, ja in der Höhle, wo wir eigentlich den Elfenmagier treffen sollten, wie uns Kyra versprochen hat. Bisher haben wir immer nur, mehr so Art Projektion, wie man hier vorne jetzt sieht, gesehen. Und das ist so Art Briefkasten. Ja, und jetzt redet er mit uns. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein. Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Tja. Vella Glan! Was ist das? Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Kann man da runter? Ich weiß nicht. Aber da unten ist auch was. So. Schauen wir mal. Was haben wir da? Untersuchen. Untersuchst du. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Ha. Siehst du mal. Ich wusste es doch. Oh, da unten ist auch noch was. Eine Kiste. Aha. Ich schwimme mal da weiter. Warum nicht, ne? Wird ja mal nichts schaden. Hier kommen wir wieder hoch, wahrscheinlich. Ha! Ah, guck mal da! Kelp hier. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Oh je. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Ja, ich komme ja schon. Schau, sie gehen auf! Was? Oh, okay. Gehen wir. Okay, ladies first. Wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporter hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Ja, dann mach mal. Das ist dein Job. Geralt! Oder doch meine? Hey. Was soll ich denn da jetzt machen? Hallo? Ich dachte, du hättest es eilig. Ja. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll. Erkunde die Kammer. Ach so, hier. Okay. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Wahnsinn. Das hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmarkt. Ach, wir gehen einfach mal rein. Soll die doch schwallen. Oh, was steht denn da hinten? Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Oh ja. Naja, gehen wir mal rein. Das gefällt mir nicht. Golem, okay. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Oh Gott. Na toll, ich wusste es. Einfach großartig. Einfach großartig. Wow! Okay.
immer schön in Deckung bleiben. Komm schon. Ah, der richtet sich momentan noch auf sie. Okay, jetzt nimmer. Oh, Alter. Komm schon. Ah. Na, auf die Frauen, was bist denn du für ein Golem? Oh, jetzt aber. Da geht die ganze Zeit auf ihn. Krass. Oh, jetzt. Gleich haben wir ihn. Komm. Ah! Noch einmal hat er mich erwischen mit dem Drecksack. Jetzt haben wir ihn aber. Alter Schwede. Na klasse, unser eines Schwert ist am Arsch. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Ja. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Ach so. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätze sie nicht. Hast du daran gezweifelt? Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. Hi. In vielerlei Hinsicht. Ja. Wunderbar. So, nehmen wir noch schnell einen Bratapfel. Oh, die Bratäpfel sind gut, ne? Da regenerieren wir uns relativ schnell. Das ist gar nicht mal so übel. Weiter geht's in der Geschichte. Ja. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Hm, ich weiß, keine Sorge. Das zeigt da. Das wird. Aber ich will mal da lang gehen. Oh, was kommt denn hier? Oh oh. Wieder dieses Gefühl. Oh oh. Was ist das? Gargoyle. Oh oh. Oh oh. Stirb! Das wird bereit! Alter! Ich dachte erst, wir ziehen den gar nichts ab, aber anscheinend doch. Komm, jetzt haben wir ihn gleich. Jawohl! So. Gleich mal eingesackt, was der alles so für uns hat. Was war da hier? War noch hier irgendwas Interessantes? Nee. Können wir hier noch rauf? Nö, hier ist auch alles lame. Aber da ist noch eine Kiste. Hat er die bewacht, der Gargoyle? Hey, schubst du mich einfach weg, die Blödkuh? Klar, die sieht die Kiste, ne? Denkt gleich mal, oh toll. Vielleicht was zum Anziehen drin? Nee, hier ist Bier drin. Zum Beispiel. Ja, das ist eindeutig für einen Mann. Dass mein Schwert jetzt nicht mehr so toll aussieht, ist jetzt mein Stahlschwert nicht mehr so toll. Mein Silberschwert geht. Aber naja, egal. Weiter geht's. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Ja, und er sucht's halt. Hopp. Hier. Yeah. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Und weiter geht's. Na, was erwartet uns auf der anderen Seite? Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Bella Glar. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Okay. Sehr interessant. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Alter, was sind das für Viecher?
Na, dann bin ich ja gerade mal froh, dass die sie eingefroren haben. Oha. Jetzt aber flott. What's going on? Schentabir. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt in dem Moment. Alter. Was ist also ist sie nicht schon kalt genug. Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest-Zwoge ab. Bleib dicht bei mir. Ui. Daria Nanoi! Bleib bei mir. Ah, das kenne ich noch hier aus dem zweiten Teil. Da hatten wir auch mal so ein Schutzschild. Wir müssen da absolut aufpassen, dass wir auch da drin bleiben. Jetzt kommen da irgendwelche Flieger bestimmt gleich raus. Wir müssen sie schließen! Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung! Jo, ich probier's. Echt aufpassen, das haben wir ja nicht rausgeraten. Okay, da kommt noch einer. Und wir könnten ja hier Feuerschaden machen. So, komm. Weiter geht's, Kira, Kaira. Wie auch immer. Mit dem Mann Kira Knightley. Ist ja auch gar nicht mal so unähnlich mit ihr. Auf zum nächsten. Töte die Kreaturen, die aus der Spalte auftauchen. Das hört sich auch interessant an, oder? Ein Schelm, der jetzt Böses denkt, ne? Komm her, du Drecksau. Alles weiter. Einen noch. Packen wir. So, da ist er. Behind the color. Na, komm, komm, komm. Da bist du richtig. Was? Wo? Also. Ja, dann komm. Komm. Am letzten wird es natürlich wahrscheinlich tierisch abgehen. Aber wir halten ja nichts aus. Komm her. So. Noch einer. Ja, damit. Aua. Da was auf. Die
würde gerne mal was aufsammeln. So. Alles gepackt? Sehr schön. Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Oh. Zack. Werd mir nicht ohnmächtig. Wenn du nicht weitergehen kannst. Du kannst mich doch nicht hier lassen. Das würde ich nie tun. Nee. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Ja, sorry. Ich hätte ja gesagt, hier kleine Brotpause oder sowas. Kleine Brotzeit. Wir haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon. Ich will das aufnehmen. Manchmal ist es schon noch ein bisschen buggy. Naja, egal. Mach mal auf. Ja, zack. Dankeschön. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, ja, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Und hier? Hier ist doch auch noch was. Hier ist auch noch was. Das merke ich doch. Mama, das können wir bestimmt kaputt machen mit der der telekinetischen Druckwelle. Moment. Ja, was habe ich gesagt? Oh fuck. Oh fuck. Das ist alles vergiftet hier. Und ich renne voll rein. Oh fuck. Das war nicht so gut. Noch ein Bratapfel hinterher. Zur Regeneration. So. Er erwartet uns. Oh. Der erwartet uns. Wollen wir ihn nicht warten lassen, oder? Gehen wir doch mal hin und fragen mal, was er will. So. Servus. Hi, Skeletor. Du hast dich aber verändert. Du bist stur, Deine. Geralt, soll ich dir helfen? Nee. Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Ah, er kann es aber... Er kann es wenigstens mit dem Silberschwert machen. Oh. Der hat ganz schön Wumms drauf. Au. Noch ein bisschen verteidigen. Mach mal, hier Feuerschaden. Alter! Komm, noch eine schöne, Ach, jetzt haben wir Apfelsaft. Ja, überhaupt. Gut, wenn wir nichts anderes haben, ne? Nehmen wir auch das. Wir müssen aber echt aufpassen, der ist echt nicht ohne, ne? Hier wird zwar ein Kampf hier auf Messerschneide. So, jetzt können wir da. Och, jetzt hat er ein blödes Schutzschild. Was ist das für ein Assi? Was? Och, als wär's nicht schon genug, ne? So. Erstmal die blöden Hunde loswerden. Alter! Mit dem wir was abgezogen haben, ne? Hoffentlich haben wir noch genug Tränke und Zeug. Oder besser gesagt, Futter für die Mutter. Oh. Immer schlecht. So. Alter, der. Oh. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen erholen. Komm, noch ein bisschen Apfelsaft. In der Zeit kann Kaira ein bisschen was schaffen. Ne? So, jetzt geht man mal wieder hin. Zum Feuerschaden. Ach, der blockt's immer, der Drecksau. Die Drecksau. Das war gar nicht mal so verkehrt jetzt.
Das hat sogar hier... Aber wir haben ihn gleich. Oh, 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 was geht denn jetzt ab? Und wieder so ein Tricksköder. Oh, fuck. Wenigstens bleibt er dann weg, wenn die Hunde da kommen. Ist ja auch was. Ach, komm her. Die Hunde sind ja eigentlich kein Problem. Ach, noch ein bisschen Apfelsaft und dann geht das wieder. Mit Apfelsaft könnt ihr einiges schaffen, das siehst du mal. Oh, 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 der hat wieder... Oh nein, der hat wieder neue Stärke gefunden, der Tricksack. Oh fuck, oh fuck. Jetzt aber, Fersengeld. Oh, jetzt haben wir noch Eier. Eier haben wir noch im Brot, toll. Okay, jetzt warten wir aber erstmal. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen erholen, bevor wir ihm Einhalt gebieten. Ach, da kommt man gut kontern. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Jetzt hat er uns wieder erwischt. Das war wieder... Ach komm, wir hauen alles raus. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Jetzt komm schon. Nur ein Ei. Ei ist auch wichtig. Ei ist Apfelsaft und Ei. Das. Oh. Wir haben ihn besiegt. Cool. Ei Kaira. Sehr gut. Sehen wir uns um. So, was hat er denn Schönes dabei? Ich täusche, sind wir im Labor des Elfen. Schön. Schwert eines Kriegers der wilden Jagd. Oh, cool. Können wir das vielleicht schon benutzen? Erstmal gucken. Würde mich echt interessieren. Ja, das können wir nehmen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt aber das andere am Arsch, oder? Achso, das Silberschwert ist am Arsch. Okay. Da ist auch wieder hier der andere Typ. Aber wir sammeln hier noch ein bisschen was ein. So. Komm schon. Ach, manchmal nehmen wir das ganz genau. Ah ja, verwies Fleisch. Ach, lassen wir jetzt mal da liegen. So. Gehen wir mal weiter. Zu unserem mysteriösen Elf. Sehen wir uns die Nachricht an. Genau. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Das haben wir gemerkt. Vertraue niemandem. Und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Ja. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Der Elf hat Ciri vor irgendwelchen Hexen gewarnt, ja. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Kaira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du hast sie bisher nicht erwähnt. Warum nicht? Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen.
Woher das wohl kommen mag? Kennst du diese Hexen? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wo finde ich diese Hexen? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. So, okay. Neuquestherrinnen des Waldes. Charaktereintrag aktualisiert mit Cirilla. Jawohl, sehr schön. So muss das sein. Okay, ich würde sagen, das soll es mal für diese Episode gewesen sein. In der nächsten Episode untersuchen wir diese Höhle noch ein bisschen genauer. Und ich denke, dann werden wir auch hier aufbrechen, weil wir haben hier, denke ich mal, alles erledigt. Okay, das soll es jetzt mal wieder von The Witcher 3, The Wild Hunt gewesen sein. Es würde mich freuen, wenn ihr mal einen Daumen da lasst oder einen Kommentar. Das wäre very nice. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Lautschmer.